Hallo. Komm. Und so läuft das gerade seit fast einer halben Stunde, weil ich mich fertig mache und dieser Hund nicht von meiner Seite weichen will. Ja. Wenn man sich schämt, weil man etwas genommen hat, was nicht dir gehört. Dieses Handtuch gehört nicht dir. Verstehen wir uns? Ich ärgere ihn immer damit. Irgendwann flippt er immer komplett aus, wenn ich das immer wieder mache. Aber heute? Ah, der traut sich nicht. Weil der Ärger von mir gekriegt hat. Du hast Ärger von mir gekriegt. Weil du das Handtuch genommen hast, was nicht dir gehört. Das ist meins. Los geht's dann. Auf Schritt und Tritt werde ich begleitet. Sitz. Pardon. Doppelpiercing. Aua. So, einen wunderschönen guten Tag. Jetzt kann ich mich endlich zeigen. Ich bin relativ fertig gemacht für die Schule. Weil ich habe heute erst um 10 Schulbeginn. Und ich dachte, ich nehme euch mal mit. Ich mache das wie die anderen YouTuber und mache sozusagen wie so ein, ja, wie so ein Tagebuch sozusagen selber auch für mich, damit ich auch sehe, wie er wächst, weil es kam jetzt, Agatha kam vorbei und ihr Freund, die haben gesagt, er ist so schnell gewachsen und alles und der war auch mit dem Polen, war der, er ist so schnell gewachsen, aber ich sehe das ja nicht wirklich, ich sehe das nur auf Bildern. Das ist immer der Moment, wo er sich schämt für irgendwas. Jetzt ist er ganz ruhig. Aber ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Ist doch nur eine Kamera. Ist doch nur eine Kamera. Au! Aua! Ja, da sind wir gerade am Lernen, dass er mir nicht so doll wehtut oder allgemein nicht so doll wehtut, weil wir haben viel Kontakt mit Kindern. Und wenn er spielt, dann zwackt der wie sonst was. Und das darf der nicht, weil Babys tut das weh. Du bist zwar auch noch ein Baby, aber du bist ein Baby mit spitzen und scharfen Zähnen. Wenn du kleine Babyzähne hast, Ja, also dachte ich mir, gut, also wird eine Tagebuchreihe von Ranger geben. Einem Labrador-Welpen, der jetzt fast 12 Wochen alt ist. Also, wir haben ihn relativ früh gekriegt. Geschadet hat es ihm nicht anscheinend. Vielleicht hat er einen Knacks weg, ich habe keine Ahnung. Wir haben ihn jetzt schon seit paar Wochen... Nein, das machst du nicht. Und... Ja, ich kann euch echt mal nur das Sofa zeigen, weil wir hatten nämlich hier vorher unsere ganzen Jacken. Jetzt sind hier aber die Sachen, die wir jeden Tag anziehen, weil Mademoiselle von hier unten hochspringt und sich festbeißt und alles kaputt macht. Ich habe gestern, weil der Schuhschrank ist wegen ihm jetzt kaputt, er geht nicht mehr richtig zu, er geht einfach auf. Man muss nur dran ziehen. Und er war gestern der Meinung, ja, den kaputt zu machen. Fand ich richtig toll. Kann ich mal Videoausschnitt reinmachen. Ich war richtig sauer auf ihn, weil der hat Schuhcreme gefressen. Schuhcreme. Ich kann euch die mal zeigen. Ich hab die aus Wut da reingeschmissen. Wie die aussieht. Hier hinten ist das Loch drin. Das sieht man ja. 1000 Löcher von den blöden spitzen Zähnen. Hier vorne ein Riesenloch. Der war voll, dieser Hund. Hinten sein Arsch war voll. Seine Beine waren voll. Wirklich. Ich habe nur einen Teil drauf gekriegt. Dieses eine Bein nur, wirklich. Ich muss euch das mal zeigen. Ich packe euch das mal mit rein jetzt. Erstens ein Schuh, ein Indiz. Zweitens ein Schwamm. Zweitens hat dieser Hund Schuhcreme an seinen Pfoten. An seinem ganzen Körper. Guckt euch das an. Er hat den Schuhschrank leergeräumt. Ja, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja, der hat eine Zerstörungswut vom Feinsten, weil ich bin natürlich tagsüber in der Schule, mein Freund auch, und der ist halt ein paar Stunden alleine. Und das muss er aber auch lernen. Klar, man muss es Stück für Stück machen, aber es ist halt echt hart für uns. Ich kann mir nicht einfach mal... Ich bin in der Schule, ich habe eine Ausbildung zu machen und die muss ich auch machen. Und auf jeden Fall, dieser Hund nimmt mein ganzes Leben ein. Deswegen habe ich auch erstmal so eine Auszeit genommen. Von allgemein allem eigentlich. Ich habe mich wirklich um nichts wirklich gekümmert. Halt erstmal so, dass ich erstmal klarkomme auf diesen Hund, weil das ist mein allererster Hund. Ja, er ist ein Baby, er kann nichts dafür, aber im Endeffekt ist man halt gestresst und sonst was alles. Ich muss mitten in der Nacht mit dem rausgehen und dann pinkelt er hier hin und große Geschäfte macht er zum Glück nicht mehr. Das war ja wirklich, das war ein Kampf, hatte ich wirklich das Gefühl, dass er hier nicht mehr reinmacht. Er hat gestern... Das ist eigentlich schon echt ungesund. Ich wusste auch nicht, dass er das aushält. Der hat gestern 10 Stunden lang, fast oder 9 Stunden lang, also er hat kein Häufchen gemacht in die Wohnung.
Was mich echt gewundert hat, ich hätte damit nicht gerechnet hätte. Ich hätte zumindest mit einem Minimum gerechnet. Aber er hat einfach nichts gemacht. Er pullert nur hier rein. Er pinkelt hier rein wie sonst was. Und das ist das Einzige, was halt einfach stresst, weil hier einfach wirklich, du kommst rein und es ist sofort klitschnass. Du hast gleich so einen Ozean vor dir. Ich probiere wirklich jede Woche Minimum ein Video hochzuladen, damit ich auch einfach mal selber sehe, wie er sich entwickelt. Guck dir das mal an. Das sind alles Sachen von der Garderobe und die irgendwie im Schrank, also in der Garderobe drin waren oder sonst was. Und der nichts ankaut. Und er kaut trotzdem alles an. Du hast eine Zerstörungswut von 50.000%. Weißt du das? Aber ich merke schon, er ist schon ein bisschen größer geworden. Mein Baby ist schon größer geworden. Mein Baby ist schon größer geworden. Schon erwachsen wirst du langsam, ne? Erwachsen wirst du. Ich habe zum Beispiel so ein Vergleichsbild. Das war ungefähr eine Woche, nachdem wir ihn gekriegt haben. Und dann vor jetzt zwei Wochen oder eine Woche. Und da sieht man schon an der Schnauze und an den Beinen, dass er definitiv länger geworden ist und größer. Er ist halt eine kleine Kampfratte. Kleine Kampfratte. Nicht in die Kamera beißen. Und damit ihr ihn auch mal seht. Erwischt. Und... Aua! Das tut weh. Au. Er soll merken, dass wenn man Aua sagt, dass es jetzt reicht. Au. Aber you shit. Hey, Ninja. Er ist halt ziemlich aufgeweckt. Was an sich ja nicht schlimm ist, was ja Welpen auch sein sollen. Aber, ja, aber halt ein Ticken weniger wäre schon ganz gut. Ein ganz kleinen Ticken nur. Das ist halt die geilste Masche von ihm. Immer diese Pfote. Du stinkst. Aua, angenehm. Au. Immer diese Pfoten, die sind so geil. Du hast einen Fussel an den Augen. Das ist so geil. Nein, sitz. Dei Wappe. Doch, ein bisschen. Pardni. Damit hat er momentan so seine Probleme. Er kann es. Und er zeigt auch alle Tricks, die er kann. Pardni. Nein. Er kann es. Pardni. Dobre piesek, dej wappe. Dobre. Dej wappe. Dej was? Dej was? Na, dej was? Nein. Nein, das ist jetzt falsch. Sitz? Nein. Du willst kuscheln. Ich weiß, dass du kuscheln willst, aber du musst jetzt mal das. Sitz. Dei was? No, dobre piesek. Dei wappe? Dobre. Sieht man den überhaupt? Und jetzt kann er kuscheln kommen. Der liebt euch zu kuscheln in meinem Schoß. Ich würde sagen, ich melde mich mal danach. Nach der Schule, nach allem drum und dran. Seht ihr das? Und so halt, der war die Hälfte vielleicht von dem, wie er jetzt ist, Mischko. Ich sehe ihn gerade, er hat sich seine vorderen Haare abgeknapst. Jetzt schläft er, kleiner Mann. Naja, dann würde ich sagen, ich melde mich danach. Und ja, wir sehen uns später. Einen wundervollen guten Tag again. Also, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Jetzt gehen wir in den Park ein bisschen, damit er sich ausbauen kann. Er hat jetzt die letzten Tage nicht so viel Auspower. Nicht so viel zum Auspowern. Deswegen machen wir das jetzt so, dass ich mit ihm in den Park gehen werde. Ich nehme die große Leine mit. Ich nehme so eine große Lederleine, aber die habe ich, glaube ich, in die Küche geräumt. Mit anderen Sachen. Und dann gehe ich da mit ihm mal ein bisschen sehr viel spielen. Halt, stopp. Hier, na, sitz.
rutscht du so weg. Ja. Packe ich nämlich jetzt ein paar Sachen ein. Jojko. Jojko. Jusch. Oh, jetzt bist du verfangen. Jetzt bist du verfangen, hab ich dir gesagt. Na, 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 na. Hallo. Hallo. Versteht sich. Ach, jetzt neuer Sand. So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Michko. Weil es auf einmal an Strömen angefangen hat zu regnen. Die sich ausgestellt hat, hatte immer... Na Josch, na Josch. Padni. 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 Jetzt. Ja. Wir werden schon wieder eine Tablette kriegen. Weil. Ja, er hat immer noch Hunger. Das ist natürlich nicht gut. Man hört, Meerschweinchen wird auch hungrig. So. Gibt es großen Essen? Das ist sein Essen momentan, weil er Fleisch nicht. Oh, da ist aber jemand geil drauf. Mischko. Ah, ah, ah. Sitz. 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 Hey, 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 hey. Ich sag dir, wann du essen darfst. Patni. Jetzt. Jetzt kriegen die Meerschweinchen noch was. So, das ist Haribo, der Graue. Das ist das einzige Tier, wo ich sage, die roten Augen sehen gut aus. Ja, die Kleine ist natürlich die vorlauteste. Die hat immer die größte Klappe. Die ist auch immer die dreisteste. Ich würde sagen, an der Stelle beende ich diesen Vlog für diese Woche. Und nächste Woche gibt es dann wieder neue Einblicke und alles. Ich gehe den Vlog jetzt schneiden. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.